Ja, hallo, ich grüße euch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so ein Aufsehen errege, weil ich eben da mal gedacht habe, ich kann ein spontanes Video machen, mich mal zu dem Böhmermann-Gedicht oder zu dem, dieser Schmähkritik äußern, meine persönlichen Meinungen äußern, die mir halt so spontan dazu einfallen, die auch meine ja, entsprechende Grundlagen haben, auf jeden Fall. Ob die halt unsinnig sind, ob sie halt schwachsinnig sind, ob sie halt idiotisch sind, ob sie nicht fundiert sind und. Das spielt ja gar keine Rolle in dem Sinne, wenn man es mal von der Meinungsfreiheit her sieht. Ich kann meine Meinung äußern in Deutschland, Gott sei Dank immer noch, so wie ich es eben jetzt in dem Moment meine. Und ob ich nun richtig oder falsch liege, wie viele Wissenschaftler, wie viele Politiker, wie viele Herrschaften, die in den Medien irgendwo interviewt werden, liegen falsch. Und trotzdem dürfen sie ihre Meinung äußern, dürfen ihren größten Quark erzählen, auch Frau Merkel und Co., wo jeder, mit Sicherheit auch einige von euch vor der Kamera, also jetzt, die ihr mich halt seht, seid mit Sicherheit auch auf meiner Meinung, wenn ich es sage, dass unsere Politiker uns allen wirklich einen Scheiß erzählen. Und zwar bewusst, um Leute zu betrügen, zu belügen. Bei mir ist das jetzt nicht so, sondern ich habe einfach mal überlegt, was kann eigentlich jetzt da die Ursache und der Grund für das Ganze sein und ja, in welchem Zusammenhang muss man das eigentlich sehen? Und ich sehe im Grunde eben halt einen ganz anderen Zusammenhang als viele andere. Weil wenn man erstmal weiß, was zum Beispiel jetzt die reichen, mächtigen, sage ich immer, so von sich gegeben haben, und da werde ich definitiv jetzt mal so eine Videoreihe machen. Ich habe nämlich einiges recherchiert, das ist der Hammer. Wo dann so gesagt wird, wir müssen die Menschheit definitiv, ich glaube, der Kissinger war das so gewesen, der sagte, wir müssen definitiv die Menschheit auf eine halbe Milliarde reduzieren. Und dafür können wir ja Kriege und dergleichen benutzen. Irgendwelche Finanzkrisen und so, damit halt Menschen abkratzen. Im wahrsten Sinne des Wortes hat der gemeint und in der Presse gesagt, ja, ist doch kein Problem, Menschen mal zu reduzieren. Ja, und dann eben auch dann Frau Merkel, die dann auch sagt, wir hätten kein Recht auf alle Ewigkeit, irgendwo eine Demokratie zu leben oder die Meinungsfreiheit zu haben und dergleichen. Solche Dinge bringt ja selbst die Frau Merkel. Ja, oder dass Steinmeier gesagt hat, dass, ja, dass diejenigen, die gewählt worden sind, nichts zu sagen haben und die, die halt eben letztendlich nicht gewählt sind, die haben letztendlich die Fäden in der Hand. Das ist doch krank. Also dann braucht man gar nicht zur Wahl gehen, wenn man weiß, dass den ich jetzt gewählt habe, der hat sowieso nichts zu sagen. Das sind alles so Dinge, die sind wichtiger als diese ganze Geschichte mit dieser Schmähkritik. Und für mich ist eigentlich das Schlimmste, dass man nur über Kabarett, über Satire, über irgendwelche Dinge, die halt, oder irgendwelche Aussagen, die halt mit Humor gewürzt sind, halt die Wahrheit sagen darf. Natürlich irgendwie verpackt und versteckt und nicht mehr ganz so sichtbar. Das ist für mich krank. Allerdings haben wir auch ein Problem, das der Georg Schramm auch angesprochen hat in einem Interview. Und zwar halt nicht jetzt hier auf der Bühne, sondern wirklich in einem Interview, dass wenn er jetzt kein Kabarett machen würde, sondern eben das, was er jetzt da eigentlich den Leuten mitteilen will, ganz normal, so wie in diesem Interview halt mitteilen würde, dann würden die wenigsten sich wirklich für ihn und das, was er sagt, interessieren. Nur für mich ist im Grunde klar geworden, aus dem, was ich so sehe, auch der Pispas hat das Prinzip mal gesagt, dass die Leute, die eben sein Kabarett oder auch der Schramm halt dessen Kabarett besuchen, dass die nicht wirklich registrieren, also zumindest scheint das so zu sein, was er da wirklich für Hammergeschichten bringt. Auch die Anschalt zum Beispiel ist die letzte Sache, wo ich jetzt auch so eine Reihe noch hochladen will, wo die jetzt versuchen, in einer Art von Theaterform mit natürlich auch wieder entsprechenden Humoreinlagen klar zu machen, was mit uns eigentlich hier auch insbesondere in Deutschland passiert, mit zwischen, also das Problem Reich und Arm, oder halt, ja, Oberschicht, Mittelschicht und Unterschicht, darum geht es eigentlich hauptsächlich in dieser Dreierteilung, was bei uns da abgelaufen ist in der Vergangenheit und was da jetzt momentan noch abläuft und dass das einfach nicht richtig sein kann. Und im Grunde passiert nichts, weder von der politischen Seite her noch, dass die Bürger wirklich aktiv was unternehmen wollen, dass sie letztendlich alle irgendwo das Handtuch werfen und sagen, gut, ist halt jetzt so. Und dann, ja, ich bin mal gespannt, was daraus wird. Und ich fürchte, dass auf uns noch einiges Schlimmeres zukommt als das, was wir jetzt schon haben. Ich meine, da wird gesagt, wir kriegen es nicht in den Griff,
die Renten höher zu kriegen oder den Menschen genügend Rente zu geben. Die kriegen es nicht in den Griff, die Straßen in Deutschland zu reparieren. Die kriegen es nicht in den Griff, alle möglichen sozialen Einrichtungen laufen zu lassen. Die kriegen alle möglichen Dinge, die für die Menschen da sind, nicht in den Griff. Insbesondere, weil halt das Geld fehlt, weil Schulden da sind. Die ganzen Kommunen sind doch pleite, nochmals pleite und hochverschuldet im Durchschnitt. Und dann wird jetzt gesagt, so, jetzt können wir noch ein paar Millionen Flüchtlinge aufnehmen, die kosten ja im Prinzip nichts. Das ist Blödsinn natürlich, weil wenn man die Menschen ordentlich versorgen will, dann kommen da wieder Kosten. Und wer trägt diese Kosten? Nicht die Milliardäre und die Millionäre, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Da könnten sie wunderbar ihre Milliarden und Millionen mal einsetzen und investieren. Und letzten Endes könnte man dann sagen, die kriegen zwar kein Geld zurück, weil die Leute ja kein Geld haben, aber was kriegen die zurück? Wenn das Geld ehrlich und wirklich so gemeint ist, ich möchte den Menschen helfen, ich möchte ihnen Gutes tun, dann kommt Dankbarkeit und Freude und man sieht, wie es den Menschen gut geht, dass sie gesund sind, weil sie eben ärztlich gut versorgt werden und die haben ein Dach über dem Kopf. Also wenn es dann, wenn die Milliardäre und Millionäre wollten, dann ging es bei uns in Deutschland allen Menschen um ein viel, viel, vielfaches besser. Ja, das heißt also, wir haben ein Problem, dass die Reichen und Mächtigen locker lösen könnten. Auch die Schulden, dass Deutschland so hoch verschuldet ist. Das haben doch schon einige vorgerechnet. Ob das nun der Bontrup war, ob es jetzt der Pispers war, ob es jetzt der Schramm war oder wer auch immer, ist ja ganz, ganz, ganz egal. Ich glaube, alle haben da was dazu mal gesagt, auch mit Zahlen, dass locker die Reichen mit ihrem Vermögen alles, was Deutschland irgendwie an Schulden hat, fähig wären zu bezahlen und dann noch ordentlich was übrig hätten und das dann eben danach pleite wären oder am Hungertuch nagen müssten. Und das würde der ganzen Gesellschaft droht gut tun, aber das wollen die so natürlich nicht. Wie auch in diesem Theaterstück, was jetzt die bei der Anstalt gedreht haben, wo der letzten Endes ja in einer Szene dann der Reiche dann doch ein paar Steuern mehr zahlen soll und dass er irgendwas auch im Gespräch ist in unserer Politik und dass sie dann plötzlich auf den Knien liegen, bitte, 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 ich kann das nicht ertragen, diese Verluste. So ähnlich wie hier Dagobert Duck mit seinem Geldspeicher, der dann irgendwo angebohrt wird von dieser Panzerknackerbande und der das dann im Bett merkt, oh, mir tut alles Mücki weh, warum? Ja, mein Geldspeicher wird angezapft. Ja, und das scheint wirklich so zu sein, dass diese reichen Mächtigen letzten Endes nicht es nicht aushalten können, Geld zu verlieren, obwohl sie mehr als genug haben. Viel, viel mehr als genug. Das halte ich für ein wesentlich wichtigeres Thema als die ganze Geschichte mit irgendwelchen Beleidigungen. Das Verrückteste für mich ist immer, dass dann letzten Endes irgendeiner was gesagt hat und dafür soll dein Kopf kürzer werden. Das ist das Allerkrankeste von allem. Natürlich typisch diktatorisch. Ja, also Diktaturen haben oft genug Menschen gleich um die Ecke gebracht, wie man so schön sagt, wenn sie irgendwas gesagt haben, was den Diktatoren nicht gepasst hat. Dass dafür eine Todesstrafe verhängt wird, das ist schon mehr als heftig. Ja, das muss ich schon sagen. Wenn jemand irgendwo jemanden umgebracht hat, gut, dann kann man sagen, der hat ihn umgebracht, dann kann man auch den dann auch letztendlich töten, umbringen, als Ausgleich, also so ausgleichende Gerechtigkeit irgendwo. Das ist ja dieses typische Gesetz aller Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber nicht, wenn jetzt jemand was völlig anderes gemacht hat, dann muss man wenigstens da mal schauen, dass da eine vernünftige Gewichtung ist. Wie das Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn ja auch eine Gewichtung war. Da hat man gesagt, okay, ein Auge ausgeschlagen, okay, dann schlagen wir dem auch, dem Schuldigen, ein Auge aus. Wie soll die Bestrafung dasselbe von der Höhe her sein, als wie das, was eben passiert ist an Schaden? Und das sind so Dinge, die sind meiner Meinung nach viel, viel wichtiger, dass man da mal Klarklärung schafft, damit Friede in der Gesellschaft passiert. Dass jetzt Otto Normalverbraucher, sage ich immer wieder, also einfache Volk, die Unterschicht, wie es auch jetzt wahrscheinlich hier im Internet hauptsächlich so passiert, auch bei mir, dass ich jetzt angegriffen werde, dass wir uns gegenseitig da das Leben schwer machen und gegenseitig die Fresse polieren und uns schlagen verunglimpfen und diffamieren. Das ist das Krankeste, was wir machen können. Da freuen sich die reichen Mächtigen ja drüber. Wenn sie sehen, ach, guck mal, die hauen sich selber die Köpfe ein. Dass zum Beispiel ein Bürgerkrieg kommen wird, Leute. Was ja von manchen befürchtet wird, auch von dem Dirk Müller. Dann werden die sich die Hände reiben und sagen, ja gut,
Wir haben uns ja auf die sichere Seite geschlagen. Wir haben uns unsere eigenen Reviere irgendwo aufgebaut. Wir haben unsere Wachmannschaften, unsere eigene Militärgeschichte sozusagen vor der Haustür, die uns bewahrt und beschützt. Da sollen sich die Leute mal hier, die Bürger, das einfache Volk, die Unterschicht, die sollen sich ruhig mal schön die Köpfe einschlagen. Und auch der Teil, der von der Mittelschicht noch irgendwo übrig geblieben ist, der kann ja dann mitmischen. Und dann gucken wir nachher mal, was wir aus den Trümmern halt noch so rausholen können. Oder wie wir dann die letztendlich geschwächten Menschen, die Unterschicht und Mittelschicht, wie wir die dann letztendlich erst recht unter unsere Fuchtel kriegen und richtig schön versklaven können. Dahin läuft es mit allergrößter Wahrscheinlichkeit. Oder zumindest ist das irgendwo dieser Plan, den sie da irgendwo im Kopf haben. Das sind Sachen, die sind für mich wichtiger als diese ganze Geschichte mit diesem blöden Schmähkritik. Das ist eigentlich, das ist, wenn man das mal so liest, natürlich sind das Beleidigungen. Natürlich sind das Sachen, die man so nicht sagen sollte. Ich meine, wofür, ich habe eben schon gesagt, ich halte nicht viel davon, von dieser ganzen Beleidigerei. Es gibt schöne Witze, aber das ist kein wirklicher Witz. Ja, also finde ich jedenfalls. Nur, das sind noch Worte, wo man sagen kann, das sind Worte. Ja, also man kann mit diesen Worten hat man jetzt noch keinen getötet oder umgebracht oder sonst irgendwie was gemacht. Es hat nur Beleidigung. Ja, es ist im wirklich wahrsten Sinne des Wortes Beleidigung. Aber es ist kein Angriff wie ich töte dich gleich, zum Beispiel. Das wäre natürlich ein Satz, der meiner Meinung nach sehr, sehr kritisch ist, auch wenn das immer wieder von Leuten ja irgendwo auch gesagt wird. Ich bring dich gleich um, wenn du nicht es hier endlich das und das machst. Das sagen oft Leute in irgendwelchen Situationen, die gar nichts mit umbringen in dem Sinne zu tun haben. Aber der Satz ist denen irgendwie dann im Kopf so heftig, dass sie sagen, ja, der passt jetzt optimal, und so heftige Situation für mich auch irgendwie, dass ich das jetzt damit ausdrücken will. Aber die denken jetzt nicht unbedingt in den wenigsten Fällen darüber nach, ja, wie werde ich den jetzt gleich umbringen, wenn der nicht das und das macht. Das ist einfach so ein Satz. Ja, und ist zwar kein schöner Satz und man sollte so einen Satz auch nicht aussprechen, aber genauso bei dieser Satirengeschichte. Das ist natürlich krank, wenn man sagen wir mal, meint, man müsste dann so extrem argumentieren, obwohl andererseits, wenn man das Ganze davor und das da dazwischen und danach noch sieht, dann relativiert sich das Ganze natürlich irgendwo wieder. Aber ich weiß garantiert, dass das, was ich eben gesagt habe, garantiert dazu führen wird, dass ich irgendwie die Daumen runterkriege. Aber wenn man sich das ganz genau mal anschaut, dann ist das, kann man durchaus auch dazu sagen, das ist Kinderkram, miesester oder unterster Straßenjargon oder so, und so unterhalten sich häufig Leute auch irgendwo. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit jemandem da spreche, der da in New York einige Zeit gelebt hatte, der sagt auch, da wird so häufig der Begriff Fuck im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet. Ich weiß nicht, wie hoch das jetzt da mal geht, in welche Kreisen, ob das auch in der Oberschicht so ist oder so, aber es scheint normal zu sein, diesen Begriff zu nennen. Und so ist auch dieses, was jetzt in dem Gedicht vorkam, für viele durchaus in Unterschichten, wird man wahrscheinlich eher mal vermuten, ganz normaler Jargon, wo sie sagen, ja, immer fick dich selber und was auch immer. Das sind so Sachen, die, ja, die kann man auch eben lockerer sehen, auch wenn ich das eben, wie gesagt, ich betone noch einmal, ich finde das auch nicht prickelnd, was er da gesagt hat, die Worte verwendet hat, nur man sollte sich auf wesentliche Sachen konzentrieren. Wichtig sind wirklich Aussagen wie die von Warren Buffett, wenn er in einem Interview sagt, ja, Sie haben mich eben gefragt, was für Probleme wir jetzt in der Welt so haben und ja, sind Sie nicht darauf gekommen, das ist der Krieg zwischen Reich und Arm. Und wir Reichen haben den Krieg angefangen und wir werden ihn auch ihn zu Ende bringen. Und ich bin mir sicher, wir werden den Krieg gewinnen. Das sind Sätze, die man sich merken sollte. Auf solche Sätze sollte man eingehen. Darüber sollte man im Netz unheimlich viel reden und sprechen und natürlich versuchen herauszufinden, wie kann man gegen so etwas vorgehen? Wie kann man sozusagen einen Warren Buffett, der natürlich mit seinen 65 Milliarden unheimlich mächtig ist, wie kann man an solche Menschen rankommen? Und ich fürchte, es wird natürlich unmöglich eher sein, als dass man irgendeine wirkliche Möglichkeit hätte. Aber da, auf die müsste man im Grunde angreifen, gegen die müsste man kämpfen. Und nicht gegen so einen Pipi-Krempel im Grunde. Ja, okay. Ich wünsche euch einen, sag ich mal, gesegneten Tag, Abend, wie auch immer.
Ja, und dann eben auch dann Frau Merkel, die dann auch sagt, wir hätten kein Recht auf alle Ewigkeit, irgendwo eine Demokratie zu leben oder die Meinungsfreiheit zu haben und dergleichen. Solche Dinge bringt ja selbst die Frau Merkel. Ja, oder dass Steinmeier gesagt hat, dass diejenigen, die gewählt worden sind, nichts zu sagen haben. Und die halt eben letztendlich nicht gewählt sind, Meinungen äußern, die mir halt so spontan dazu einfallen, die auch entsprechende Grundlagen haben, auf jeden Fall. Ob die halt unsinnig sind, ob sie halt schwachsinnig sind, ob sie halt idiotisch sind, ob sie nicht fundiert sind und. Das spielt ja gar keine Rolle in dem Sinne, wenn man es mal von der Meinungsfreiheit her sieht. Ich kann meine Meinung äußern in Deutschland, Gott sei Dank immer noch, so wie ich es eben jetzt in dem Moment meine. Und ob ich nun richtig oder falsch liege, wie viele Wissenschaftler, wie viele Politiker, wie viele Herrschaften, die in den Medien irgendwie. Ja, hallo, ich grüße euch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so ein Aufsehen errege, weil ich eben da mal gedacht habe, ich kann ein spontanes Video machen, mich mal zu dem Böhmermann-Gedicht oder zu dieser Schmähkritik äußern. Meine persönliche, will jetzt die reichen, mächtigen, sage ich immer, so von sich gegeben haben. Und da werde ich definitiv jetzt mal so eine Videoreihe machen. Ich habe nämlich einiges recherchiert, das ist der Hammer. Wo dann so gesagt wird, wir müssen die Menschheit definitiv, ich glaube, Kissinger war das so gewesen, der sagte, wir müssen definitiv die Menschheit auf eine halbe Milliarde reduzieren. Und dafür können wir ja Kriege und dergleichen benutzen. Irgendwelche Finanzkrisen und so, damit halt Menschen abkratzen. Im wahrsten Sinne des Wortes hat der gemeint und in der Presse gesagt, ja, ist doch kein Problem, Menschen mal zu reduzieren. Interviewt werden, liegen falsch. Und trotzdem dürfen sie ihre Meinung äußern, dürfen ihren größten Quark erzählen, auch Frau Merkel und Co., wo jeder, mit Sicherheit auch einige von euch vor der Kamera, also jetzt, die ihr mich halt seht, seid mit Sicherheit auch auf meiner Meinung, wenn ich es sage, dass unsere Politiker uns allen wirklich einen Scheiß erzählen. Und zwar bewusst, um Leute zu betrügen, zu belügen. Bei mir ist das jetzt nicht so, sondern ich habe einfach mal überlegt, was kann eigentlich jetzt da die Ursache und der Grund für das Ganze sein und ja, in welchem Zusammenhang muss man das eigentlich sehen? Und ich sehe im Grunde eben halt einen ganz anderen Zusammenhang als viele andere. Weil wenn man erstmal weiß, was zum Beispiel.